Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Heute sind wir hier am Delta San Joaquin, Kalifornien. Und hier findet das letzte Bootsrennen statt, was man allerdings im Gegensatz zu mir am besten zuletzt macht, bevor man den Aufruftrank dann auf der Insel da hinten, das kann man jetzt nicht sehen, da hinten ist die Insel. In dem Bereich irgendwo. Da müsste der Bootssteg sein. Könnte auch das schon die Insel sein. Ja, das ist die Insel mit dem Kessel. Jo, da den Aufruftrank für den Frankenfisch zubereitet. Und dann den Frankenfisch fangt, das kann man hier dann alles in einen Abwasch machen, wenn man das Rennen hier zuletzt macht. Aber ich brauchte mal was anderes. Ich habe jetzt zweimal Knochenhechte hintereinander gefarmt. Hier die 13 Stück. Die Albino Yetis und die Oger Knochenhechte. Und jetzt wollte ich mal wieder eine Abwechslung haben. Deswegen habe ich jetzt das Rennen hier in Angriff genommen. Und dazu muss ich erstmal die Zeit vorspulen auf Nacht. So, und ja, jetzt muss ich Ihnen die Gegenstände überreichen, die er braucht. Und dann nochmal E-Taste drücken für das Rennen selbst. Dann das Kajak mieten. Und los geht's. Ich nehme erstmal hier die beiden. So, und jetzt machen wir hier die Wände. Wieder 15 Stück, die man haben muss. Und die sind natürlich wieder alle weit auseinander. Nee, da will ich nicht reinfahren. Boah, hier sind ja aber alle sehr weit auseinander. Wie soll man das denn schaffen? Die beiden werde ich auslassen. Ich werde jetzt hier die Wände machen. Das ist der Weg zu weit zurück. Oh, sind die weit weg. Sind ja Kilometer auseinander hier. Ich hätte in dem Bereich bleiben sollen. Ich glaube nicht, dass ich schaffe. Nur noch 1,40. So lange brauche ich ja schon hier, um den 1 zu erreichen. Und hier sind die alle so weit auseinander. Und man soll es mit dem Kajak schaffen, also. Mit dem Motorboot wäre es gerade ebenso zu schaffen. Da hinten sind ganz viele beieinander. Und hier sind die alle so weit auseinander. Eine Minute nur noch. Und immer noch 7 Stück. Ne, ist nicht zu schaffen. Nicht mit der Route, die ich jetzt gefahren bin hier. Ich muss wieder eine andere Route finden. Na, ich nehme doch erst den. Fünf Stück noch und nur noch 30 Sekunden. Das ist nicht zu schaffen. Sekunden. Jo.
Und da bricht er auch schon ab, weil er weiß, dass er es nicht mehr schaffen kann. Okay. Nehmen wir eine andere Route. Allein das hier, diese blöde Anzeige, die einen da schon mal wertvolle Sekunden kostet. Diesmal nehme ich eine andere Route. Wie? Die tauchen erst auf, wenn man hier eine bestimmte Anzahl, ja, das kenne ich ja, das Problem. Anstatt die nicht gleich alle auftauchen, dass man sich eine Route setzen kann, die vernünftig ist. Nein, macht das Spiel nicht. Jetzt sind da hinten so viele. Die spawnen immer genau entgegengesetzt von da, wo man sammelt. Und hier ist natürlich nichts in der Nähe, ne? Ne, sind alle Kilometer entfernt. Ist doch nicht wahr, ey. Jetzt muss ich erst wieder eine ganze Minute hier in die Richtung paddeln. Mit 5 km/h. Weil die Beschleunigung Phase ja auch schon nicht voll aufgeladen war wieder von Anfang an. Das ist so blöde gemacht, ey. Ich gehe rechts rum. Sechs Stück und die Zeit ist schon über die Hälfte abgelaufen. Nee, ist nicht zu schaffen. Auch mit der Route nicht. Die sind ja so weit auseinander hier. Was soll das? Was ist das für eine Verarschung? Der andere ist auch wieder 1 Kilometer weit weg von dem hier. Drei Stück nur noch, aber auch nur noch 24. Er bricht das ab. Er gibt einem gar keine Chance, das zu schaffen. Ich hätte es vielleicht noch geschafft. Ich brauchte ja nur noch drei Stück. Kann ich hier an Land gehen? Ich habe doch da einen Totenkopf gehört. Da gibt es eine Möglichkeit, an Land zu gehen. Im Kopf habe ich schon hier einen Kürbis gehört. Ach, nochmal eine Schlaufe. Aber irgendwo war hier noch ein Kürbis. Auf irgendeiner Insel. Ich will schon wieder hier den Frankenfisch jagen. Ich bin bei der Mission immer noch. Was soll diese Verarschung? Hä, ich kann die nicht mehr verfolgen. Jetzt. Ist das verbuggt? Schaffen Sie das? Ja, würde ich ja gern.
Und wenn ich einfach das Motorboot nehme, weil hier ist es, glaube ich, mit dem Kajak nicht zu schaffen. Gruselige Kajakfahren, ja. Aber man muss es mit dem Kajak machen. Oh, wieso? Bis er sich da in sich reinsetzt. Diesmal gehe ich mal die Route. Und jetzt wieder links rum. Na komm, dreh dich doch. Nee, nicht da rein. Die sind so weit auseinander gesteckt, dass man es gar nicht schaffen kann. Unmöglich. Das haben sie unmöglich gemacht. Der nächste ist da wieder einen halben Kilometer entfernt. Ich habe mal gerade 4 Stück und 1,5 Minuten schon wieder vorbei. 2 Minuten nur noch über. Das heißt, ich komme dann auf 10, wieder 10, 11 Stück. Höchstens. Die sind so weit auseinander hier. Was soll das? Ich will das mit dem Boot machen. Und mit dem Motorboot und nicht hier mit dem Kajak. Viel zu weit auseinander. Ist ja gar nicht machbar. Jetzt tauchen die alle auf da hinten. Aber die sind alle so weit auch auseinander und weit weg. Das ist nicht machbar. Unmöglich. 1 Minute 30 knapp. Und ich brauche immer noch 7 Stück. Aber jetzt bin ich hier. Doch, jetzt sind sie ein bisschen näher beieinander. Hier kann man es schaffen. Das wird am letzten hapern. Der letzte ist zu weit weg. Ich hätte den anderen da noch mitnehmen müssen. Ne, bricht er wieder ab. Warum bricht er das immer bei 20 Sekunden ab? Ich habe jetzt 14 Stück geschafft. Ist doch Verarschung. Da fehlte nur noch einer. Die 20 Sekunden hätte er mir noch geben können. Da hätte ich es noch geschafft bis zur letzten. Wenn es auch knapp geworden wäre, aber ich hätte es doch geschafft. Was soll das? Und jedes Mal bricht er hier die Mission ab. Ne, erstmal die hier nicht mehr verfolgen. Und die verfolgen. So, jetzt muss ich auch ein bisschen warten, bis die Bootspower wieder voll aufgeladen ist. Weil die braucht man am Anfang. Mit dem Schnellrudern. Meine Herren, haben die das kacke gemacht hier mit diesen Rennen. Gerade das letzte hier, das ist fast unmöglich zu schaffen. Wenn man da nicht genau die festgelegte Route, wie die sich die gedacht haben, findet, dann schafft man es nie. Ich warte noch ein bisschen.
So, diesmal nehme ich den mit. Dann den. Oh, komm, dreh dich doch. So, und jetzt brauche ich da hinten rein. Ne, jetzt drehe ich mich nochmal um, nehme die nochmal mit. Dann muss ich die mitnehmen, damit die da hinten endlich alle auftauchen. Die nah beieinander stehen. Aber ich glaube, ich werde diesmal die eine verzichten. Ich werde gleich direkt die nehmen, wenn das nicht ein Fehler ist. Ah doch, jetzt tauchen die da hinten alle auf. Das könnte reichen. Sieben Stück. Und sind das sieben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 8 sogar. Fünf Stück noch. Ich werde hier die Wände schon machen, weil das müsste reichen. Zwölf. Nee, reicht nicht. Ich brauche die beiden noch. Na komm, diesmal muss er mir das aber geben hier. Nicht wieder abbrechen bei 20 Sekunden. Sonst wäre ich wahnsinnig. Oh, geschafft. Meine Herren, ist das ein Scheißrennen. Man muss hier echt eine perfekte Route finden. Sonst hat man keine Chance. So, jetzt habe ich die blöde Brille. 9.990 gibt es hier sogar, statt 6.660. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, du. So. Ja, eingesammelt habe ich hier auch alles, ne? Glaube ich doch. Okay. Ja, das war aufregend. Wenn nicht sogar kaufregend. Jo. Jo, Vampirknochenechte. Und dann nur noch Aufruftrank und den Prankenfisch. Boah. Bin ich froh, wenn das ein Ende hat. Ah, die Brille. Kann ich die jetzt aufsetzen? Wie war das noch mit der Brille aufsetzen? F, ne? Ne, F macht die Lampe an und aus. Aha. Hui. Rosa-rote Wolken. Jo. Mit Brille sieht man besser, oder wie war das? Ja, okay, Leute.
glaube, das war's denn. Geld gemacht haben wir hier null, angeblich, aber wir haben ja die 9.990 bekommen. Dann geht es für mich jetzt hier nach zum besser gesagt Quanchkin Lake, Louisiana. Repariere ich die Weste noch? Ja, die repariere ich noch. Bevor ich eine neue kaufe, dauert es noch. Ja, bei 130.000. Quanchkin Lake ist teuer. Es kostet da die Lizenz 5.000 und die Reise 8.300, also 13.300. Ja, Boot habe ich keins dabei. Ja gut, kann ich auch so direkt abreisen. Ja, aber für euch war es das denn. Die Vampire seht ihr dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.